Da war ich in Seefeld Lechendorf, habe ich da gelebt und ich hatte diese Bewährungswiderrufe und ich hatte diese 3 Jahre im Rücken und sollte halt mich melden bei der Polizei oder im Stadtheim oder am besten gleich in Bernau vorstellig werden und mich praktisch stellen. Und dann habe ich mit meinem Anwalt damals geredet, weil ich habe ja Therapie abgebrochen in Friedberg in Hessen. Und habe dann gefragt, was macht mehr Sinn? Von Flucht aus, also von draußen aus versuchen, auf Therapie nochmal zu kommen und dann einen Antrag zu stellen und alles weiter zu machen? Oder sich zu stellen, ins Gefängnis zu gehen und von dort aus zu machen? Leider habe ich auf seinen Ratschlag gehört und bin auf Flucht gegangen. Und da war es halt dann so, dass ich halt ständig, wenn ich irgendwo auf einer Polizei von Weitem gesehen habe, schon Schiss gekriegt habe. Ich habe immer Angst gehabt. Ständig habe ich Angstzustände gehabt und habe dementsprechend nicht gewusst, wo ich hin soll. Ich war bei meiner damaligen Heroinquelle runtergekommen, habe da Zeit lang leben können und da auch Abgründe der menschlichen Seele erlebt, wie ihre Kinder umgangen ist. Ja, auch das Zeug, was ich da halt einmal gekriegt habe, wer weiß, wie viel Scheißdreck das die da reingemacht hat, weil es ja umsonst haben wollte. Jetzt hau ich es mal raus, das war nämlich meine Cousine und wir waren halt verwandt, also konnte es mir nicht schlecht hängen lassen. Aber trotzdem, was kacke, sie hat mich gebraucht, wir sind dann nach Frankfurt gefahren, um Connections kennenzulernen, damit sie halt da ihre, oh Mann, war schon über 40, die Frau, und dann hat sie mit Koksen angefangen und dann auch noch mit Heroin. Das war auch eine krasse Nummer, da erzähle ich ein anderes Mal drüber, aber heute bleiben wir mal bei dem anderen Thema. Das ist halt, ja, die Art und Weise, wie man mit mir da umgegangen ist. Also wir waren in Frankfurt am Main. Da haben wir mal einen Bommel Koks geholt, so einen großen fetten Stein. Und mit der Heroin, meine damalige Verlobte, von der ich ja schon erzählt habe, die gestorben ist, die war auch im Auto mit dabei und meine Cousine. Die hat ihre Tage gehabt, weswegen sie andauernd in irgendwelchen Raststätten raus wollte. Jetzt war das so, jetzt haben wir endlich in Frankfurt und die Sachen gekauft und sie muss gierigerweise dort konsumieren. Alleine schon, dass ich mit jemandem heimfahren muss, der auf Koks ist, im Auto ist das eh schon endkrass, weil die hatte nicht bloß Nasenzungen, die hatte das Ganze schon gespritzt gleich. Weil das halt viel heftiger ist. Ich natürlich auch, weil ja Junkie war zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt ist er so gefahren da und komme nach Bayern. Nach Hessen, die erste Raststätte war halt in dem Fall Würzburg. Und dann halt mal da an und sie sagt, ey, sie muss auf Toilette, aber sie möchte auch einen Druck. Und dann gibt es mal auf, wir fahren jetzt hier nirgendwo und halten an und nehmen Drogen. Du gehst jetzt aufs Klo und wenn du wieder rauskommst, fahren wir so schnell wie möglich Richtung Heimat. Und wenn wir zu Hause sind, dann können wir uns echt dreckig besorgen, wir haben ja genug. Nein, sie ist der Fahrer, ich muss, ansonsten kann ich hier bleiben. Ja, was mache ich? Ich sage, ja, mach mal. Also fahren wir ein bisschen auf dem Rastplatz rum, so ein dunkles Eckerl, halten an. Ja, sie gibt mir die Kanülen rüber, die Spritzen und alles, Wasser, das Koks, was man so braucht. Kurz bevor sie aussteigen, klopft es an der Beifahrer an ihrer Seite. Ich gucke rüber, sehe schon Polizei, auf meiner Seite steht auch Schein, hat alles mit dem Beifahrersitz gefeuert. Und dann, ja, sie möchten Ausweis sehen und tralala, und als sie meinen Ausweis dann in der Hand gehabt haben, haben sie halt bloß erfahren, ich habe wegen WTMG halt schon Vorstrafen, und in Bayern läuft es dann so aus, dass du dann gefilzt wirst dann. Also ich ausgestiegen, meine Sachen in die Taschen leer gemacht. Und dann habe ich den Vorteil gleich erkannt, da war keine Frau dabei. Und die brauchen eine Frau, um die beiden Damen durchsuchen zu können. So, und als ich das draußen gehabt habe, oben drauf gelegt, da lag da eine Bommel mit, da lag eigentlich gar nichts, so Purpfeife, tralala, und da gab es ein kleines Stückchen Haschisch. So ein Mini-Stückchen. Und das hat ihnen ausgereicht, einen Hund zu holen. Und dann haben sie natürlich im Auto die 10 Gramm Koks da gefunden und wir saßen dann im Bulli drin. Und während wir da drin sitzen und die das Auto filzen, sagt meine Freundin, hey, guck mal, ich habe noch den Packen mit dem Edge. Und den hat sie sich dann noch schnell im Auto unten reingeschoben in die Mumu und die haben sie auch nicht gefunden.
Also ich war ja dann eh fällig, weil der Haftbefehl draußen war. Mich haben sie dann gleich da behalten. Mir ging es auch richtig scheiße, weil das Eis war richtig dreckig. Ich musste da bei der Polizei eine Urinkontrolle abgeben. Die wollten natürlich auch wissen, ob ich da Betäubungsmitteltäter bin oder ob ich ein Krimineller bin. Weil die unterscheiden das anscheinend doch auch in Würzburg oder in Bayern. Auf alle Fälle, das Ding habe ich da reingepisst und ich schwöre es euch, die Pisse sah aus wie ein Multivitaminsaft. Dieselbe Farbe hat das gehabt. So einen Dreck hatten die da reingepanscht. Das war Order. Und ab dem Zeitpunkt ab habe ich dann jede Aussage dann mal verweigert. Für wem das Zeug da im Auto gehört, wollte ich nicht sagen, weil es waren nur drei Verdächtige. Wenn man keinem das zuordnen kann, dann wird es irgendwann eingestellt. Meine Cousine, die blöde Sau, hat mich beschuldigt dann. Ich habe trotzdem bis zum Schluss weiter nichts gesagt und bei mir ist auch nichts rausgekommen. Sie hat dann weitergemacht mit dem und ist dann später verknackt worden. Ich glaube auch 4 Jahre oder was die gefangen hat. Wir haben es dann auch aus den Augen verloren, seit ich in Berlin bin und ich will da auch nichts mehr damit zu tun haben. Habe mich da auch wieder mit reingetrieben. Sie bräuchte jemanden, der es mal probiert. Zack, probiert rückfällig. Schön blöd von mir, oder? Wie dumm muss ich denn sein, aber die hat mir so geile Steine da hingelegt, da konnte ich nicht widerstehen. Fakt ist auf alle Fälle, dass ich dann in Würzburg war. Dort war ich auf der Krankenstation, habe das erste Mal entzogen und von dort aus dann einen Schub nach Bayern gemacht. Da erzähle ich euch dann auch eine extra Sendung, die verlinke ich hier, über das Verschuben von Würzburg nach Bayern. Das ist ja eigene Geschichte, das ist so krass gewesen. Ja, dann hatte ich bei dieser Nummer, wo ich da auf Flucht war, erfahren, meine damalige Verlobte ist zurück in unsere Wohnung. Also es war ja so, ich war in der Wohnung drin, das klingelt wie blöd. Ich habe ihn nicht gerührt, war ganz leise. Und habe ich gehört, wie die Schritte weggehen, habe rausgeschaut und gesehen, wie die Polizei wegfährt. Dann habe ich meinen Bommel, den Rest, was ich aufgehoben habe, aufgekocht, habe mal einen Druck gemacht, habe mein Zeug gepackt, was ich so brauche. Ein paar Spritzen, Ascorbinsäure, Löffel, Gas, Feuerzeug, Tabak, was ich halt alles so mit mir rumschleppen habe. Habe ich mitgenommen und dann bin ich raus. Meine Nachbarin hat das mitbekommen, dass ich da doch in der Wohnung war und die Polizei da war und hat dann sofort Polizei angerufen und denen erzählt, dass ich da war und abgehauen bin. So, ich war im ersten Stock oben gewohnt. Im Erdgeschoss hat ein junger Mann gewohnt, oder nein, nicht im Erdgeschoss, ich lüge, nebenan auch im ersten Stock. Wir waren drei Wohnungen und die andere Wohnung war auch ein jüngerer Mann. Der hat da mit seinen Eltern gewohnt und hat unten an so einem Auto rumgebastelt. Dann kommt da plötzlich ein Auto, hält an, springen Polizisten heraus, packen den, schmeißen ihn auf den Boden, Handschellen auf dem Rücken und brüllen halt rum und machen ein riesen Drama, bis sie merken, die haben den Falschen. Wegen was? Wir reden immer noch wegen Drogen. Und dass ich ein Junkie war, der sich seinen eigenen Konsum verdient hat. Ich habe weiterhin Steuern bezahlt und habe Arbeit gehabt bis zu diesem Zeitpunkt. Bin auf Flucht gegangen, habe mich krank schreiben lassen und erst als ich im Gefängnis war, habe ich dann meine Kündigung formuliert und ja, dann war es halt vorbei. Ja. Aber bis zu dem Zeitpunkt, ja, ich wollte dann noch einmal auf Therapie und alles und nur wenn mein Anwalt gesagt hat, okay, auf Flucht, bin ich auf Flucht gegangen. Das war die dümmste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Die war fast genauso dumm wie die Entscheidung, Heroin auszuprobieren oder Koks auszuprobieren. Ich kann euch echt nur noch mal eindringlich warnen. Es ist nicht so harmlos, wie es am Anfang scheint, wenn man es erst einmal ausprobiert. Da kann man vielleicht noch mal einen Griff haben. Ich sage jetzt einfach mal so, ja, 10% von den Ausprobierern schaffen es, beim Probieren sein zu lassen. Aber die anderen 90 kommen früher oder später so richtig krass drauf. Und es verändert einen auch total. Und die Junkies, die ich so mitgekriegt habe, da gibt es Extremfälle, da hilft doch keine Therapie mehr. Weil die so psychisch schon so in einer Waffel haben, dass alles zu spät ist. Gibt es leider. Und damit müssen wir aber umgehen, solidarisch. Und das sind kranke Menschen, das ist kein Abfall. Ja? Aber es gibt halt mittlerweile auch Programme, wo extrem abhängige Heroin vom Arzt kriegen. Und denen ziehst du es auch gar nicht mehr an. Das ist doch ein Beweis, dass das Verbot beschädigt dran ist. Wenn sich jemand für das entscheidet, muss man dem irgendwie
helfen, wenn es nicht mehr geht. Aber solange er sich im Griff hat, sollte der das staatlich kontrolliert bekommen und nicht irgendwie in so einem Pace-out.